Im letzten Projekt, was in der zweiten Förderphase war, haben wir ein Projekt gehabt mit nachhaltiger Biomasse für die Bioökonomie in Baden-Württemberg. Und da haben wir uns mit Miscanthus beschäftigt und haben geschaut, weil das ist ja eine mehrjährige Kultur, die keinen hohen Einsatz an Pflanzenschutzmittel und Düngemittel benötigt, haben wir geguckt, wie die sich im Speziell auf den Wasserschutz in Baden-Württemberg auswirken würde, wenn man die großflächig anbaut. Und das haben wir mit verschiedenen Disziplinen angeguckt. Wir haben auf einer Seite die Ökonomie, was würde das für die Landwirte bringen in Baden-Württemberg, wenn sie vermehrt Miscanthus anbauen, aber eben auch geguckt, könnte dadurch die Nitratauswaschung in Baden-Württemberg, was ja auch ein großes Problem in der Landwirtschaft ist, durch den Anbau von Miscanthus eingeschränkt werden. Und so war es auch, dadurch, dass da eben weniger gedüngt wird, kam es zum deutlichen Rückgang auf Landesebene von der Nitratauswaschung. Wir haben aber auch noch gesehen, dass die Treibhausgasemissionen stark zurückgehen würden oder deutlich zurückgehen würden. Aber da Miscanthus ja nicht verfüttert werden kann und keine Nahrungsmittel darstellt, muss man auch immer gucken, wenn jetzt großflächig eben Biomasse für Nachhalt oder für die Bioökonomie angebaut werden würde, ob das dann auch eben zu Einschränkungen im Bereich der Futtermittel- und Nahrungsmittelproduktion kommt.